Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect und es rockt die Mucke schon wieder. Wartet mal. Einmal ins Squad-Team und raus. Naja, ich weiß, wenn man euch ist, höchstwahrscheinlich Interferenz. Ist mir doch auch relativ bumm. Naja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen mehr über unser Target-Ziel erfahren. Und zwar, ich zeige euch, Ferox. Ah ja, hier. Der Torianer. Die Klauen sind zu groß, um mit der ja, tu mich auch. Und das machen wir irgendwann mal demnächst. So. Ferox Datenrettung haben wir auch fertig. Lieferung, Kampfabzeichen, ob ich das alles mache, muss ich jetzt einmal ehrlich sein. Weiß ich noch nicht. Könnte ich machen, weiß ich aber noch nicht. Naja, liebe Leute, so. Wir sind jetzt hier weiter unterwegs. So, Shotgun? Nee. Maschinengewehr. So, Exo-Terminal? Ah! Die Testprobe von 3 Jahren eingreifen soll, hatte vor 3 Tagen, aber sie war weder da. Wir würden ihn ist irgendwie mit. Die Notax-Kolonie. Interessant, interessant. Oh Gott, was ist denn das hier? Warte mal. Oh ne, funktioniert nicht. Schade, schade. So, das heißt, wir müssten, glaube ich, jetzt hier hoch. Dort ein bisschen was kaputt machen. So wie eben. Wir haben nicht das richtige Werkzeug, diesen Greifer zu zerstören. Suchen wir weiter. Oh. Hi, Gavs. Tot. Oh ne. Doch. Wieder tot. Warte mal. Ich bin weg. Wow. Oh. Arsch. Loch. Was halten Sie hiervon, Commander? Sieht aus wie eine Quarantänestadt. Ist ja auch egal. Wir müssen nur einen der Greifer kaputt machen und das Schiff ist weg. Ja, Mensch, ist alles egal. Ach, du mich auch. Oh man. So. Ja, komm. Privatlogbücher. Ich traue dieser Cerberus-Gruppe nicht. Sie seien gut. Aber wenn das hier freikommt, bevor wir ein Gegenmittel entwickelt haben, ist das einfach fahrlässig. Sie wollen uns nicht sagen, wofür sie die Proben brauchen oder warum sie in den Materno-System geliefert werden sollen. Gemäß meiner Aufzeichnung ist da draußen nichts interessant. Aha. Cerberus! Schweinebacken, Hundeschau, naja. Sie haben an den so mit reportieren, weiß zu finden. Die verdammte Tür zum
Schade, Bucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 PSI oder darunter bleibt, funktioniert alles. Das Sicherheitssystem wird auch nur bei 34 PSI. Also ich muss das zwischen 31 und 34 PSI machen. Okay. Boop. Ja. Wie kann ich denn den Druck... Warte mal, ich muss das... Moment. Geh mal hier rein. Mittlere Dechiffrierungskiste. Ah, fuck. Wert mitnehmen. Super. So, wie verändere ich denn die Tür? Elf. Elf, 21. Achtung, Hochdruck. Na, und? Ach, du armes Leiderschiff. Und alles, ja, läuft doch, alles geht kaputt. Sicher. Tschüss, Gav. Okay, gleich ist die Tür offen. Dann können wir zurück und uns mit diesem Turianer-Ding befassen. Gut, das hat gereicht. Verdammt. Ich hätte zu gern das Gesicht von deren Piloten gesehen. Ja, ich auch. Kippte. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander. Reden Sie mit mir. Joker? Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Keine Panik. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. Alles zusammenbleiben. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. So. Bevor dann was ist, speichern, zack. Gut. Komm mal, danke Sam. Das heißt, wir kämpfen uns jetzt durch den gleichen Weg wieder raus. Da kommen keine Geld. Okay, eins muss ich jetzt mal ehrlich fragen. Wenn das ganze Schiff kaputt gegangen ist, wieso ist dieser Teil noch da? Das ist völlig unrealistisch, mal ehrlich. Das ist unrealistisch. Mensch, da hätte man achten können. So. Einmal runter. Alles zusammenbleiben. Finde ich gut, dass ihr mitkommt. Ah, Elizabeth. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Das ist wichtigste gleich. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Torianer, als sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Gate angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können, aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Ich glaube Ihnen. Sie haben getan, was Sie konnten. Ich werde Ihnen helfen, wenn Sie mir sagen, wo ich den Torianer finde. Der Torianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Gate angriffen. Nur Entscheidung. Aber was wollen die Gate von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Normandy an Landetrupp, kommen Sie rein. Ja? Es ist... Wir bekommen hier eine Menge Gate-Geschwätz.
Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Okay, gute Arbeit. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Ja, klar. Kein Problem. Ja, dann weiter. Okay, mal ehrlich, woher weißt du, dass die ganzen Gaps jetzt kommen? Diese ganzen Gates, die blöden Arschkrampen von Arschkrampistan. Marco! Okay, langsam, ich muss mal ehrlich sein, langsam werde ich warm mit dem Marco. Der fährt sich wie Arsch, aber ist einfach nicer Dicer, finde ich. Also wegen Schusskräften. So. Besonders. Na, das hat sich komplett geändert, meine Meinung. Oh. Hallo. Guten Tag. Alter. Warte mal. Ah, verstehe. Verstehe. Universalgel ist das sauber Wörtle. Alter, ich muss glaube ich gleich die nächsten Waffen oder so weiter. Kann ich, warte mal, kann ich? Ja, ich wollte mal gerade sagen, so. Ich verschrott mal hier ein paar Dinge was. So, ich brauche nicht. Alles, was so bäh ist, wird weggemacht. Alles nehmen. So, warte mal. Ich möchte gerne die Lancer verwandeln. So, was haben wir denn? Die Barschni 2 kommt weg. Ashley? Ja, Ashley bekommt die Adventure mit dazu. Also als Sniper, das Sturmge. Das bekommt sie dazu. Oh, ja. Okay, das interessiert mich ein Scheißdreck. Und die Sniper, die Advance, bekommt sie dazu. Warte mal. So, und der Kaiden. Die dazu. Ja, ich möchte, warte mal, die Advance weg. Die Reaper 1 weg. Hammer weg. Das kann weg. Naja, das reicht. Hab wieder 40 Gel. Man weiß ja nie, für was ich die gebrauchen kann. Hallo? Hallo? Na gut. Dann eben nicht. Ist mir auch alle die Pumpe. Kommt eben nicht. Irgendjemand. Hört mich irgendjemand. Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Ach ja, da haben sich Mutter und Vater gestritten. Hier ist Juliana Bainham von der Pharos-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Das ist meine Mutter! Stopp! Nein! Halten Sie an! Ach nee! Oh nee! Das heißt, wir müssen Cerberus Menschen töten.
Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Nein! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Na. Ha, Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Geth Sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über Sie gefunden. Ich weiß, was auf Akuse passiert ist. Es muss hier nicht ebenso sein. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir können darüber reden. Niemand muss verletzt werden. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht ganz so einfach. Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Spezies 37 vielleicht? Sie sind hinter der einzigen Sache auf Feros her, die wertvoll ist. Dem Tore. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Und was ist mit der Gesamtsituation? Oh nein! 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 Oh man! Naja, gut. Ich mache das jetzt hier alles ein Ende, verdammt nochmal. Keine Menschenexperimente. Ich lasse nicht zu, dass Sie diesen Leuten noch länger schaden. Lassen Sie die Waffe fallen oder es passiert was. Dann mal los! Wenn es denn so sein muss? Sorry, mal ehrlich. Er wollte es nicht anders. Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Keine Sorge. Ich kümmere mich erst um den Turianer und danach um ihre Sicherheit. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Turianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Tut mir leid. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate? Krieg ich davon auch... Was? Ich tu's, mal ehrlich. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Den statten Sie Ihre Granate mit einem Antitorianer? Okay. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der Weg frei ist. Viel Glück. Ich habe was für dich noch. Haben Sie meinen Computer hier in den Ruinen gefunden? Ich habe die Daten gefunden. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Kein Problem. Vielen Dank. Ich war sowieso da und es war das Mindeste, was ich tun konnte. Ich weiß das. Nochmals vielen Dank, Commander. So, wartet mal. Ja, ich wollte gerade sagen, nehmen wir mit. Und die Granate bekommt jetzt ein Antitorianer-Gas. Okay. Ja, dann geht's weiter. Was willst du jetzt, ne? Diese Leute hatten ihre Chance. Das ist mehr als andere bekommen. Aber schade, dass ich jetzt noch nicht mega vorbildlich oder Vorbilder drinne habe, denn sonst hätte ich, glaube ich, was Besonderes gemacht können. Vielleicht alles beruhigen können, aber ne. Ist so. Können wir heulen. Naja. Das heißt, wir fahren jetzt weiter. Und ich werfe, glaube ich, nur Granaten. Dann die ganze Zeit Granaten. Ich will niemanden töten dort. Aber zur Sicherheit, bevor wir dann irgendwie was machen. So, Beeilung! Mama will noch. Papa will noch am Brot essen. So, weiter geht's. Ich hasse diese Flips hier. So, das heißt, wir fahren jetzt mal weiter. Ein bisschen weiter mal gucken.
Und... Oh. Oha. Oha! Torianischer Creeper? Was ist das? Das kann kein infizierter Mensch sein. Vorsicht, auf die Kolonisten aufpassen. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Jawohl, Commander. Befehl wird ausgeführt. 16 Kolonisten am Leben. Und ich mach mal Folgendes. Ich möchte das hier unbedingt schaffen. Das heißt, ich werde jetzt immer nur speichern. Oha. What the fuck, 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 what the fuck. Alter! Alter, ihr dreckigen Mistkerle, ey. Alter, sind wir hier bei Walking Zombie Dead oder was? Alter, ist das hier. Nein, bist du... So, wartet mal. Boop. Bin ich bekloppt. Komm, danke sehr. Zwei down, bleiben noch mehr. So. Ach du Scheiße, ich habe hier kaum Granaten mehr. Ash, danke. So. Alter. Ach Scheiße, hier kann ich auch nicht mehr speichern. Das kriege ich ja die Krise. Naja, komm. Hochfahren. Danke, speichert. Was? Tschüss. Nein! Nein!
Okay. Willst du was? Ich muss mal neue laden. Wir müssen mal hier auf den Spielstand zurück. Scheiße. Ja, ja. Du mir auch. So. Ach du Scheiße, ey. So. Das heißt, einmal die Tür. Was habe ich? Ja, Shotgun. So. Wie kommst du? So. So. Und dann einmal hochrennen. Toriana, Gas, danke sehr. Warte mal, habe ich jetzt. Entsichert und geladen. Ich mach dich fertig. Ich bin dran. So, Granate, einmal zurück. So, drei Granaten haben wir noch. Nee. So, hoch. Einmal rum. So, einmal. Hier eine Granate und tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Zurück, 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 zurück. So, ohnmächtig sind die. Zack, mal gucken. Speichern kann ich immer noch nicht. So, wir gehen hoch. Wir machen das auf wirklich sneaky Art. Die müssen ja angerannt kommen. So. Verteidigen ganz offensichtlich die Borealis. Wir müssen eines der Frachtmodule beiseite schaffen. So, einmal hier. Ach du Scheiße. Habe ich beide erwischt? Nee, habe ich nicht. Ja, kommt. Das ist perfekt. Ihr bleibt hier so stehen. So, dann habe ich die alle erwischt. Alter. Oh, Upgrade Kit. Oh, Granaten bekommen. So, wir rennen zurück, liebe Leute. Hallo. Danke sehr, Kaidan und so weiter.
So, mittig. Und einmal Rückzug, Rückzug, Rückzug. So, zwei down, weiter geht's. So, wo stehen? Zwei sind da. Nee, warte mal, drei. Vier. Das heißt, ich packe erstmal eins dorthin. Achtung! Ist der Kran. Können Sie ihn steuern, Kommandant? Habe ich alle getroffen? Okay. Wisst du was? Stoppt. Schnell mal speichern. So. 40. Ich mache hier das weiter. So. Wir steuern das mal. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Nein, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Niemals! Nicht töten. Ich glaube, wir haben eine gute Tat gemacht. Ich glaube... Hätten wir ihn alle getötet, hätte er uns umgebracht. Aber ich glaube diesmal nicht. So. Hallo? Oh, 32... Gute Punkte, keine Abtrünnigkeitspunkte. Naja, liebe Leute, ich würde mal sagen, ich glaube, das war's jetzt auch mit der aktuellen Folge. Das. Ja, liebe Leute, das war's mit der aktuellen Folge. Wir sehen uns dann direkt in der nächsten Folge wieder. Alles Gute, mit Daumen nach oben natürlich auch mal geben. Alles Gute, bye bye und ciao. Leute!